Die Schüler und Lehrer der Grundschule Am Adler können voraussichtlich erst im Oktober ihr neues Domizil am Hoyerswerda Stadtrand beziehen. Der Bauablauf ist von Corona-bedingten Ausfällen in verschiedenen Gewerken und von Verzögerungen bei Materialanlieferungen nicht verschont geblieben, heißt es dazu wörtlich in der Begründung der Stadtverwaltung. Seit über einem Jahr wird die frühere Oberschule am Stadtrand umfassend saniert. Derzeit arbeiten im Gebäude noch Trockenbauer, Fußboden- und Fliesenleger, Maler sowie Handwerker aus dem Elektro- und Sanitärbereich an der Fertigstellung, so die Stadtverwaltung. Die künftige Grundschule Handrich-Seeler wird dann komplett barrierefrei hergerichtet sein. Alle Räume sind mit Akustikdecken und die Klassen- sowie die Gruppenräume mit digitalen Tafeln ausgestattet. Die gesamten Baukosten belaufen sich auf rund 5 Millionen Euro.